Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Vorwort-Video über den Hochofen. Es geht in diesem Video um das Prinzip des Hochofens und um die Produkte, die beim Hochofen herauskommen. Im nächsten Video geht es darum, wie der Hochofen funktioniert, also erstmal wie er im realen Leben funktioniert und dann dasselbe nochmal in chemische Formeln übersetzt. Und im letzten Video geht es dann um ein paar Fragen und Antworten. Da versuche ich das mal als Quiz aufzuziehen und weiß noch gar nicht ganz genau, wie das aussieht. Aber wir beginnen mal mit dem ersten Video. Das Prinzip des Hochofens. Hier habt ihr erstmal ein Bild. In einem Hochofen wird Eisen gewonnen. Es handelt sich bei dem Prinzip der Eisengewinnung um einen rein chemischen Vorgang. Größere Hochofen sind günstiger als kleine Ofen, da sie mehr produzieren. Und haben ca. 3500 Kubikmeter Arbeitsvolumen. Täglich wird in einem Hochofen bis zu 11.000 Tonnen Eisen erzeugt. Dafür braucht man erstmal Eisenerz, Koks und verschiedene Zuschläge. Diese Ausgangsstoffe müssen auf die Reaktionstemperatur erwärmt werden. Und wenn ein Hochofen einmal angeschmissen worden ist, dann ist er dauernd in Betrieb, und zwar häufig 8 bis 10 Jahre. Ein Hochofen ist bis zu 50 Meter hoch und durch so Reinfalleinrichtungen, also wo man etwas reinmacht von oben, so eine Art Trichter, hier seht ihr das, und durch Rohre hat der Hochofen eine Gesamthöhe von bis zu 100 Metern, deswegen auch Hochofen. Die Produkte des Hochofens. Das Hauptprodukt des Hochofens ist das Roheisen, welches dann in Stahlwerken weiterverarbeitet wird. Außerdem gibt es Nebenprodukte, wie das Gichtgas beispielsweise. Es dient unter anderem später zur Stromerzeugung in der Eisenhütte. Eine Eisenhütte ist übrigens der Begriff für eine Fabrik zur Gewinnung und Verarbeitung von Eisen, also ist die Eisenhütte im Grunde so der Hochofen so im Großen und Ganzen. Da gibt es natürlich auch noch solche Arbeitshallen da drumherum. Auch die Menschen, die dort arbeiten, nennen sich heute noch Eisenhüttenleute. Das steht echt in meinem Chemiebuch. Also das Chemiebuch ist von 2007. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, wenn es seit 2007 Neuerungen gab. Es fällt auch eine große Menge Staub bei der Erzaufbereitung, der Reinigung des Gichtgases und der Luft in den Werkshallen an. Außerdem gibt es auch Abgase, welche bei der Verbrennung vom Gichtgas entstehen. Die Schlacke wird vielseitig in der Bauindustrie verwendet und aus Schlacke kann man beispielsweise Zement machen oder mit Teer vermischen und damit dann Straßen bauen. So, das war das Video zum Prinzip des Hochofens und zu den Produkten des Hochofens. Wie gesagt, im nächsten Video geht es weiter mit der Funktionsweise, dem chemischen Krimskrams und im übernächsten Video geht es dann weiter mit Fragen und den Antworten darauf. So, das war's hierzu. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen hierzu erstmal in die Kommentare.